Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Mein Name ist Silke Alsweiler-Lösch und ich bin die Geschäftsführerin des Vereins. Wie schön, dass Sie uns bei einer weiteren Podcast-Folge zuhören, mit der wir Sie alle in Corona-Zeiten unterhalten wollen. Blicken Sie mit mir und meinen Gästen hinter die Kulissen unseres Opernhauses. In einer Zeit, in der ein Opernhaus schweigen muss, wollen wir mit denen sprechen, die sonst im Haus für die wunderbaren Abende der Deutschen Oper Berlin sorgen. Wir sind erneut im Mausoleum, das Sie alle von den Einführungen mit Jörg Königsdorf kennen. Und es heißt im Hausjargon Mausoleum, weil hier die Büsten wichtiger Persönlichkeiten stehen. Natürlich ist für den nötigen Pandemieabstand auch zwischen meinem Gast und mir gesorgt. Heute bin ich im Duett mit Marion Meyer, Direktorin Vertrieb und Marketing an der Deutschen Oper Berlin. Nach einem Wirtschaftsstudium mit dem Schwerpunkt Werbung und Marketing an der Wirtschaftsuniversität Wien folgten 7 Jahre bei Unilever im klassischen Product Management, eine Station als Kundenberaterin bei der Werbeagentur Lintas und eine selbstständige Tätigkeit als Marketing- und Eventberaterin mit Projekten unter anderem für Hewlett-Packard. Dann kam sie an die Deutsche Oper Berlin. Wie es Marion Meyer hierhin verschlagen hat und was Marketing in Zeiten von Corona bedeutet, das wollen wir heute gemeinsam besprechen. Herzlich willkommen, Marion. Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir das immerhin schon 11. Podcast-Duett wagst. Marion, seit fast einem Jahr ist nichts mehr, wie es war. Und selbst die beste Ausbildung und der beste Werdegang nutzen gar nichts, wenn das Produkt, für das man Marketing machen soll, eigentlich nicht mehr existiert. Was waren also deine Überlegungen im März letzten Jahres, als der erste Lockdown unser Opernhaus stilllegte? Zunächst war es für uns hier, wie für alle überall, ein großer Schock. Wir hatten am Vorabend des ersten Lockdowns noch die Vernissage im Foyer mit den großen Wandbildern von Christine San Kim. Wir hatten am Tag davor unsere Saison 2021 mit der großen Jahrespressekonferenz vorgestellt. Und dann begann, als klar wurde, dass jetzt für in sich stets verlängernden oder verändernden Schritten wir nicht spielen würden können, begannen wir mit Kartenstornierungen, mit der Kommunikation, die sich eben auch immer wieder in Wellen, konnten wir unseren Besuchern sagen, wie lang sagen wir ab, wann hoffen wir, dass es weitergeht. Das ist natürlich eine überraschende Herausforderung, für die es keine Blaupause, kein Muster gab. Wie viele Karten habt ihr zurückgeben müssen eigentlich insgesamt, weißt du das? Das weiß ich nicht aus. Mehrere Tausend. Das waren mit Sicherheit. Eher um die 20.000, ja. Aber ich kann es nicht sagen. Also eine Riesenmenge, die ihr zurückgeben musstet und immer wieder rückabwickeln, rücküberweisen. Also ich kann mich gut erinnern an die Kolleginnen, die da sehr viel zu tun hatten. Was waren denn sonst die Überlegungen? Ihr habt ja sehr schnell geschaut, was die anderen wahrscheinlich machen. Einige fingen schon bald an mit Programmen, wir ja auch ganz schnell. Wie habt ihr das entwickelt? Also wir haben sehr schnell gesehen, okay, jetzt ist schnelle und vor allem auch transparente Kommunikation das Gebot der Stunde. Transparent auf all unseren Kanälen, den digitalen wie den analogen, um die Besucher einfach bestmöglich zu informieren. Was ist möglich, was können sie erwarten, wann melden wir uns wieder zu Wort, weil wir tatsächlich lange auch nicht wussten, wann kann wieder was geschehen. Und auf den digitalen Wegen haben wir begonnen, Inhalte auszustrahlen. Die Mediathek des Hauses ist eine sehr umfangreiche, umfasst rund 200 CDs und DVDs. Und wir haben ein buntes Potpourri aus Produktionen, die wir als Video on Demand über die Webseite ausgespielt haben, zusammengestellt. Da waren Schätze drunter wie der Fidelio aus 61, aber auch Big Band Konzerte, zum Beispiel mit Till Brönner. Es gab Philipp Stölzels Rienzi und es gab Christoph Lois Jenufa. Also wir haben sowohl Produktionen gezeigt, als auch aber begonnen, dann eigene und neue Formate im Rahmen der unter Pandemiebedingungen möglichen
Umstände herzustellen. Und da sind zum Beispiel die Lieblingsstücke entstanden, eine sehr erfolgreiche Reihe, jeweils Sänger, Sängerin, am Klavier begleitet, durch einen Dramaturgen eingeführt, später aber auch Orchestermusiker, die kleine Ensembles gespielt haben. Ja, die haben über die Zeit, tatsächlich haben wir über 50 Lieblingsstücke produziert, die über 1 Million Mal angesehen wurden in den digitalen Medien. Wie war das denn, wenn ihr so als Marketingabteilung schaut, was die anderen Häuser machen? Einige haben Premieren gestreamt, die anderen haben sich für andere Formate entschieden. Was war denn an unserem Weg sozusagen das, was es ausgemacht hat, was wir sein wollten als Haus oder was wir anders gemacht haben als die anderen Berliner Häuser zumindest? Es ist sehr faszinierend. Jetzt auch abgesehen von den digitalen Maßnahmen, die die Häuser gesetzt haben. Die Häuser sind vollkommen unterschiedlich mit der Situation umgegangen. Wir haben vor dem Sommer noch es geschafft, dank unseres offenen Parkdecks wieder Produktionen anzubieten und haben dann schrittweise für die Monate August bis Dezember Vorverkäufe. Wir hatten, nur um ein Beispiel zu geben, normalerweise gibt es für eine Saison einen Vorverkauf und wir hatten für die Vorstellungen von August bis damals geplant 2. Januar 4 Vorverkäufe. Also es war wirklich sehr schrittweise. Im Gegensatz dazu hat die Komische Oper bereits vor dem Sommer eine Saison bis inklusive Januar veröffentlicht, auf kleinere Formate gesetzt, viel mit dem Hausherrn, Intendanten, Regisseur, Produktionen mit Dagmar Manzel etc. Also auch der künstlerische Inhalt war ein sehr anderer. So auch im digitalen Bereich. Die Staatsoper hat Produktionen, sogenannte Geisterproduktionen, rausgebracht. Das haben die anderen beiden Häuser wiederum eher nicht so gehalten. Also die unterschiedliche künstlerische Positionierung hat sich auch hier wieder, zwar unter ganz anderen Voraussetzungen, gezeigt. Wir haben ja gerade die erfolgreiche Grammy-nominierte Produktion Der Zwerg in der Tobias-Kratzer-Inszenierung gezeigt und wir werden im Vorfeld der Francesca da Rimini, die wir möglicherweise auch digital anbieten wollen, noch eine weitere Erfolgsproduktion des Hauses streamen, Das Wunder der Heliane. Beide Werke sind von Christoph Loy inszeniert. Was ist genau geplant für unsere Zukunft und wieso können wir nicht alle Produktionen anbieten? Wie werden die ausgesucht? Warum streamen wir nicht online und live unsere Premieren? Tatsächlich sind wir der festen Überzeugung, dass das Live-Erlebnis, das wir vor Ort anbieten, das ist, was uns ausmacht. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, etwas auch digital zur Erinnerung oder für jene, die nicht kommen können, anzubieten. Aber wir meinen, dass da schon noch ein wesentlicher Teil fehlt. Also das ist ein bisschen die Diskussion auch, dass man, wenn man streamt, vielleicht nicht so eine gute Qualität erzielen kann, als wenn man eine schöne Aufnahme herstellt. Ist das auch ein Gedanke? Die Theater gehen da ja ganz unterschiedliche Wege. Also einige Sprechtheater sind dazu übergegangen, ihre Neuproduktionen wirklich zu inszenieren mit Kamerafahrten, mit Einspielern etc. Was ich als unser Kerngeschäft bezeichne, ist das hier vor Ort. Und tatsächlich stellt auch unsere künstlerische Leitung das in den Mittelpunkt unserer Maßnahmen. Streams ja, im Moment eher dann, wenn wir nicht hier vor Ort tatsächlich das zeigen können, was wir meinen, das uns ausmacht. Ja, die Aufnahmen und Produktionen, die wir haben, das legt natürlich dieses Thema nahe, dass man auch fragt, ob es vom Neuen Ring, vom Herheimring, eine Aufnahme geben wird. Gibt es dazu schon eine Entscheidung oder wie denkt ihr gerade darüber nach? Wir sind mit gemeinsamem Hoffen, dass wir den Ring tatsächlich so rausbringen können, weil da liegen ja noch Monate mit 3 Premieren vor uns. Wir hoffen, ihn rausbringen. Es wäre natürlich schön, wenn er aufgezeichnet würde. Aber erstmal ist die Spannung. Es gehen ja trotzdem alle rein erstmal. Hoffentlich. Ja. Auf alle Plätze. Auf alle Plätze, ja genau. Ist das schwierig? Also denn ich weiß, und das könnte man auch mal erklären, dass viele Plätze nicht besetzt werden können, wenn man aufnimmt. Ist das so? Das ist eine Frage der Kamerapositionen, um bestmöglich das Bühnengeschehen einzufangen. Dazu
gibt es Experten bei uns am Hause, wie den Kollegen Medienbeauftragten Matthias Henneberger, der dazu viele Kenntnisse hat und sehr gut vernetzt ist. Ja, Streamen ist ja nur ein kleiner Teil der Marketingaufgaben. Nimm uns doch mal mit in deinen Aufgabenbereich, vor allen Dingen in Zeiten der Corona-Krise. Was war und ist euer Schwerpunkt und was waren die größten Herausforderungen in dieser Zeit? Was tut ihr eigentlich alles in einer Marketingabteilung? Gute Frage. Das ist ein relativ vielfältiges Aufgabenspektrum. Das reicht von sich Preismaßnahmen, Ermäßigungsaktionen auszudenken über die Kundendatenbank, die bei uns angesiedelt ist, die uns immer wieder vor softwaretechnische Herausforderungen stellt, über den gesamten Auftritt in den digitalen Medien, von der Website über die Newsletter, über die Social Media. Wir sind für die Kundenkommunikation verantwortlich, für die Werbung, für alles, was die Marke Deutsche Oper ausmacht und an der Stelle auch für die Marktforschung. Und da hatten wir 2019 eine Studie beim Internationalen Gallup-Institut in Auftrag gegeben mit sehr schönen Ergebnissen tatsächlich. Die Marke Deutsche Oper Berlin ist unter den deutschsprachigen, also Österreich, Schweiz kam mit vor, Opernhäusern die zweitbekannteste Oper, vor der Bayerischen Staatsoper und vor den beiden anderen Berliner Häusern, nach der Semperoper in Dresden. Da ist uns schon auch klar, dass die Radeberger Werbung schon sehr hilfreich ist. Aber tatsächlich haben wir es mit unserer Marketingmaßnahmen über die Jahre geschafft, da wirklich gut präsent zu sein in den Köpfen der Kulturinteressierten und auch in der Marketingsprache. Die Conversion ist sehr gut, also viele derer, die kennen, besuchen auch oder haben besucht. Das ist dann ein schönes Ergebnis, spornt natürlich an, weiter und noch besser und noch umfassender und gerade in Corona-Zeiten auch noch kurzfristiger stets zu informieren, zu versuchen zu unterhalten und einfach mit unseren Besuchern und Interessenten in Kontakt zu bleiben. Mhm, ja. Im Moment lautet ja die offizielle Ansage des Kultursenators nicht vor Ostern. Das heißt, spannend wird so um den 6. April, das ist dann der Tag nach Ostern. Was werden wir anbieten können? Und da rundherum stricken wir Maßnahmen um auf digitalem Weg und auf auch analogem Weg. Wir haben auch in der Zeit des Lockdowns unser Libretto, unser Pocket-Magazin weiter produziert, um einfach den Besuchern auf den gewohnten Wegen nach wie vor Inhalte zu liefern. Es zeigt halt nicht dann ein Sänger, den wir demnächst auf der Bühne erleben, sondern das sind entweder Produktionen, wo wir Künstler befragen, die geplant gewesen wären, die in den Filmen zu sehen sind oder Ähnliches. Vielleicht ein digitales Format, das ich noch erwähnen möchte, weil wir eben auch mit den unterschiedlichen Zielgruppen in ihren Medien uns beschäftigen. Auf Instagram haben wir zwei sehr lustige Filter gebaut, die in Summe 1,3 Millionen Mal gesehen wurden, dann von jüngeren Menschen, die das sehr anspricht. Schreib das mal kurz, diesen Filter. Die beiden Story-Effekte, die wir auf Instagram kreiert haben, sind Which Opera Character Are You? Und das andere Guess the Opera. Sehr süß. Marrero lässt da raten oder rät mit, welche Elemente aus dem Quiz sozusagen dann zum Lösungswort führen. Ja, du hast gesagt, es ist noch nicht alles klar und ich weiß es, dennoch wage ich mal zu fragen, ob es schon die ein oder andere Idee für einen Osterspielplan gibt. Das werde ich ja auch sehr oft gefragt, jetzt gerade in der letzten Zeit. Dieses Jahr Ostern bitte mit Opa, gibt es was? Naja, wie seit einem Jahr, nichts ist fix. Natürlich planen wir. Wir versuchen, verschiedene Szenarien abzubilden. Natürlich spielt Outdoor und das Parkdeck wieder eine Rolle. Natürlich hoffen wir, dass wir ab dem vom Senator vorgegebenen Datum nach Ostern wieder Vorstellungen zeigen können. Stand heute leider Gottes keine fixen Ankündigungen. Wir hoffen auf Francesca, wir hoffen, dass wir den Siegfried und das Rheingold zeigen werden können.
Ja, und so bleibt uns stets flexibel mit unseren Möglichkeiten umzugehen und zu hoffen, dass uns auch die Besucher, die Freunde folgen und mit unseren dann jeweils kurzfristigen Ankündigungen denen Folge leisten. Ja, das werden wir von unserer Seite sicher machen. Wir haben aber in diesem Jahr noch eine weitere Herausforderung, und zwar haben wir eine sehr lange Spielzeitpause. Wir werden Ende Juni in die Pause gehen und im Haus Ende September wieder sein dürfen, wenn ich richtig informiert bin. Was machen wir denn im August, September? Beginnen wir wieder Open Air? Das ist geplant. Wie gesagt, die Pandemie fordert uns allen große Spontanität ab, aber tatsächlich ist geplant, wieder auf dem Parkdeck was anzubieten. Es wird ja im Haus saniert. Der Orchestergraben wird bis Mitte September nicht benutzbar sein. Ein Grund mehr, Outdoor zu planen. Sobald die Pläne stehen und die Möglichkeiten wiedergegeben sind, veröffentlichen wir und nehmen alle mit, wir versprechen es. Ja, natürlich sind einige von uns recht ungeduldig und würden jetzt an dieser Stelle fragen, warum kann man denn nicht den Orchestergraben in der jetzt spielfreien Zeit restaurieren? Warum muss man das im Sommer machen? Gibt es da Gründe dafür? Ja, das ist eine sehr einleuchtende Frage. Dazu ist zu sagen, das ist eigentlich das Thema des technischen Direktors Uwe Asand, ja, und des Geschäftsführers Thomas Ferle. Die in Investitionsplanungen des Landes Berlin sind so große Sanierungen eingeplant. Wenn ich richtig informiert bin, ist das 4 bis 5 Jahre Vorlauf für solche Instandsetzungen, die das Land Berlin, ja, da an uns vornimmt, sodass sie die leider nicht so flexibel jetzt Pandemie spontan, ja, vorziehen lassen. Das verstehe ich. Wenn wir uns hoffentlich spätestens im Herbst wieder Richtung Normalität bewegen können, was glaubst du, welche Spuren bezogen auf die Oper wir diese Pandemie hinterlassen haben? Können wir weitermachen wie zuvor oder was glaubst du, werden wir unsere Gäste anders ansprechen müssen? Wenn ja, wie? Und was glaubst du, wird sonst noch anders sein? Ich denke, dass es für eine gewisse Zeit weiterhin kürzere Vorläufe geben wird, dass sowohl die Planung der Vorstellungen als auch für die Besucher, die Kommunikation wird jetzt erstmal kürzerfristig sein, wird auch noch digitaler sein, weil man das einfach mit den kurzen Vorläufen leichter leisten kann. Ich denke, nach wie vor ein großes Thema wird sein oder ein Schwerpunkt unserer Aufgaben, dass die Besucher sich vor Ort wohlfühlen, dass sie sich sicher fühlen. Da haben wir bereits im Herbst viel gearbeitet. Mhm. Wie viele Plätze kann man anbieten? Welche muss man sperren? Welche Vorsichtsmaßnahmen gilt es zu treffen? Ja. Also das sehe ich nach wie vor als einen Schwerpunkt unserer Aufgaben. Ansonsten wie immer. Meinst du, dass die Gäste vielleicht schwerer wieder zurückzuholen sein könnten, weil einige jetzt nach einem Jahr Pause vielleicht andere Hobbys haben, woanders hingehen, zu müde sind? Oder kommen, naja, sie erst recht? Das Hobbyangebot in der Pandemie, ja, ist ja auch etwas eingeschränkt. Außer Sticken und Stricken. Ja, genau. Also wir hoffen natürlich, dass wir die Besucher mit dem Angebot, das wir dann machen werden können, erreichen und dass sie uns folgen, das lässt sich nicht reell einschätzen. Aber wir werden das Bestmögliche tun, das zu kommunizieren, das schmackhaft zu machen und einfach bestmöglich mit den Umständen umzugehen, ist das Gebot der Stunde bereits seit einem Jahr. Wir kriegen ja langsam, ja, Übung drin. Ja, wir kriegen langsam Übung. Wenn du von heute an in die Zukunft schaust, was wäre denn etwas, was du dir bezogen auf die Arbeit an der Deutschen Oper, also Gäste, Werke oder sonstiges Highlights, was würdest du dir besonders wünschen? Was wäre so ein Traummoment, den du dir jetzt herbeisehnst? Na, ich denke, sowohl für unser Haus als auch für die internationalen Gäste und auch für mich persönlich ist der Ring des Nibelungen schon ein ganz besonderes Highlight. Den wir ja im November zeigen werden. Den wir erstmals hoffentlich komplett im November, ja, zweimal zeigen werden. Und das ist was Besonderes und darauf freue ich mich schon ganz, ganz doll. Vielleicht sogar mit fast vollem Haus. Das wäre natürlich wunderbar, wenn das gelänge. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Marion, wenn du dich nicht an der Deutschen Oper Berlin um Auslastung, Öffentlichkeitsarbeit, Digitales und so weiter kümmerst, dann widmest du dich wirklich schönen Dingen.
der Mode, der Kunst, feinem Essen und Sport. Wir beide teilen die Leidenschaft für historischen Schmuck. Leider kann man dich jetzt hier nicht sehen, aber du trägst wieder ein wunderbares Collier und wir sind gelegentlich gemeinsam unterwegs, um das zu finden. Wie verbringst du deine opernfreie Zeit und was sind deine liebsten privaten Momente, die du uns erzählen kannst? Also ich finde Oper auch wundervoll und bin auch gern in den Ferien mal bei Festivals unterwegs. Ansonsten mache ich gern Sport, gehe ich gern in Ausstellungen, gern ins Kino, in Restaurants. Also da sind jetzt schon ein paar Hobbys drunter, auf die man im Moment verzichten muss. Die man im Moment nicht machen kann, ganz genau. Hast du irgendein neues Hobby entdeckt in der Zeit? Ja, YouTube-Tutorials für verschiedene Sportarten zu Hause, für Yoga zu Hause. Ja, naja, das mache ich auch. Ja. Genau. Nee. Also sonst mehr kochen als sonst. Ja. Mehr lesen als sonst. Ja, das stimmt, das machen wir alle. Und mich noch mehr freuen, wenn ich wieder raus kann. Ja. Du bist ja ursprünglich aus Wien, wie man auch ein bisschen noch an deinem Zungenschlag erkennen darf. Wie bist du eigentlich in Berlin gelandet? Ja, das war tatsächlich der Job an der Deutschen Oper Berlin. Das war mein Traumjob. Ich hatte ja eben in der Wirtschaft gearbeitet, Marketingerfahrung und wollte wahnsinnig gern Hobby, Theater und Ausbildung, in dem Fall Marketing, miteinander verbinden. Und da habe ich die Chance genutzt. Und das ist ja schon lange unter unterschiedlichen künstlerischen Leitungen und Geschäftsführungen. Und es ist immer noch spannend. Und das letzte Jahr hat gezeigt, mal immer noch unvorhersehbar. Ja. Genau. Ja, vermisst du Wien manchmal? Ja, schon. Ja, schon. Was vermisst du an Wien? Familie, Freunde. Und in diesem Jahr mehr als sonst vermisse ich tatsächlich Schnee und Skifahren. Ja, natürlich. Sehr. Ja, sehr. Das geht mir ähnlich. Ja, nun sind wir schon fast am Ende des Podcasts und diejenigen, die uns häufiger zuhören, die kennen die letzte Frage schon. Die lautet natürlich, was war dein schlimmstes oder schrillstes oder aufregendstes Erlebnis an der Deutschen Oper Berlin? Tja. Das schlimmste Erlebnis, zweifelsohne, der 24. Dezember 2017, als mich um 10 Uhr morgens der Anruf vom Wasserschaden ereilte. Ja, und gibt es noch ein schrilles oder ein besonders schönes? Also ein schönes aus der letzten Zeit war der blitzschnelle Ausverkauft-Status, den die Vorstellungen das Rheingold auf dem Parkdeck erzielen konnten. Das war, glaube ich, nach 10 Minuten waren alle weg. Da waren wir dann doch überrascht. Und das war nach den langen Absagen einfach das war der schönste Moment des letzten Jahres. Ich danke dir für das Interview, Marion, und wünsche dir alles Gute. Wir freuen uns auf die nächsten Aufnahmen und auch Streams, die wir digital genießen können. Und vielleicht können wir ja die Francesca auch sehen. Dir alles Gute für den weiteren Lockdown. Danke für deine Zeit. Bleib gesund. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen Sie gut durch diese fordernden Wochen. Und auf Wiederhören beim nächsten Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Und vielen Dank auch von meiner Seite.